So, jetzt kriege ich mal hier schön den Weg weiter entlang. Mittlerweile ist auch die Sonne schon am Aufgehen. Ist nicht mehr alles so diesig düster wie zu Beginn der letzten Aufnahme. Ein kleiner Nachteil, den wir jetzt haben, ist, dass wir hier nicht mehr im Schutz des Nebels laufen. Ja, aber wir sputen uns mal diesen Weg entlang. Schön geduckt. Und irgendwo in der Richtung... Ne, eigentlich müsste es ja... Hier drüben... ist das Airfield. Das Flugfeld. Und das will ich jetzt demnächst auch mal angehen. Ich will es einfach mal riskieren. Ach, jetzt klärt es auch auf, das Wetter. Es klart auf, wollte ich sagen. Aber erstmal will ich nochmal schauen, was da oben in dieser Halle zu finden ist. Und dann gehen wir mal dieses Flugfeld an. Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es mein Tod. Dann ist es so. Aber erstmal noch die kleine Zwischenstation hier. Ich bin jetzt ja noch gar nicht... Außer in den ersten Folgen... Es wird schon so dunkel. Bin ich noch gar keinen anderen Spielern begegnet. Bin ich auch gar nicht... unfroh darüber. Ich hatte da ja mal vor... 2 Folgen, glaube ich, was drüber erzählt. Die Folge hieß... Friendly oder nicht, glaube ich. Aber da ich bislang noch keinen anderen Spieler begegnet bin, muss ich da mich erstmal nicht weiter drum kümmern. So, langsam wird meine Essensanzeige auch ziemlich rot. Ich könnte mal... könnte hier mal eine kurze Rast machen. Aber nicht im freien Feld. Ach, da ist die Halle. Naja gut, die Halle kann ich jetzt noch angehen. Noch sehen wir keine Zombies. Wir wollen es nicht riskieren. Wir wollen unser Glück nicht herausfordern. Ach, das sind schon mehrere Hallen. Eingezeichnet ist nur eine. Okay, mal schauen, wann der erste Zombie auftaucht. Das ist immer ein bisschen... jetzt ist es überhaupt so, dass wenn ich krieche... Ach so, das ist es mit dem letzten Update gekommen. Ich spiele jetzt gerade mit 1.7.2.3, glaube ich. Wenn ich mich nicht ganz täusche. Robbenderweise macht man jetzt überhaupt keine Geräusche mehr. Es ist ein bisschen den Spieler entgegenkommt. Das ist aber kein Zaun jetzt da. Nee. Merde. Bullshit. Das habt ihr euch ja schön ausgedacht. Noch mal einen fetten Zaun eingebastelt, ey. Da ist nirgendwo ein Zombie zu sehen. Doch, da oben ist einer. Okay, dann würde ich mal sagen, rein in die gute Stube. Ist auch fast, jemand steht da jetzt ja auf. Okay, in manchen Hallen steht er auf, in manchen Hallen steht er nicht auf. Ich werde auch nicht rausfinden, wann er was macht.
Okay, ach super, Riesenhalle und was liegt drin? Ein paar leere Dosen. Zeigt mir mich nicht mal die leeren Dosen an. Doch jetzt 5 leere Dosen. Na, da hat ja jemand gehaust anscheinend. Vorne rein, ja, in die kleine Hütte könnte man noch reingehen. Wobei ich aber fast davon ausgehe, Mist, ich sehe hier nicht rum. Dass da jemand drinsteckt in dieser Hütte. Gut, jetzt will ich hier mal kurz. Kurz ein wenig Nahrung zu mir nehmen. Wobei ich das wahrscheinlich auch erst machen müsste, wenn. Wenn die Anzeige da blinkt. Perlinkt. Aber ich habe gerade Bock auf eine Pasta. Ich habe gerade Bock auf eine Pasta. Und die schmeißen wir uns jetzt rein. Jawohl. Okay. So viel zur Pasta. Gut. Jetzt muss ich selbst gerade mal einen kleinen Schluck hier nehmen. Ja, ich habe gehofft, dass ich auf dem Weg zum Airfield vielleicht doch noch das Glück habe und ein paar Ferngläser finde. War wohl leider nicht so. Jetzt werfe ich mal einen kurzen Blick da oben in die Halle rein. In die kleine Hütte, die hier draußen steht. Es sei denn, da kommt jetzt der Zombie entgegengekrochen. Machen wir uns doch mal auf den Weg zum Airfield. Ich höre sie nur. Ah, ich sehe sie auch. Okay, leere Dose. Naja, super. Außer leeren Dosen, nichts hier gefunden. Ja, super. Oh, servus. Gut, dann machen wir uns jetzt mal wieder weg hier. Schön aus dem Staub machen wir uns hier. Okay, und mein nächster Weg führt mich jetzt. Mal gucken, erstmal um die Halle rum und dann schaue ich, wie die Bahn frei ist. Dann muss ich mich da drüben in den Wald reinschlagen. Achso, ich muss ja auch. Da ist ja der Zaun wieder. Oh oh.
Bemerkt er mich? Also das wurde definitiv mit dem letzten Update behoben. Vor dem letzten Update hätte er mich garantiert noch bemerkt gehabt, als ich so nah vorbeigekrabbelt bin. Definitiv. So, ich könnte jetzt hier diese Lichtung hochgehen und stände dann direkt vor den Hangars. Will ich aber nicht machen. Ich gehe mal den Weg, den eventuell die wenigsten Spieler gehen. Den durch die Vordertüre. Dazu muss ich da hoch. Große Halle, mal wieder nichts gewesen. Also ich glaube, man kann nicht danach gehen, dass in den großen Sachen die besten Sachen drin liegen. In den großen Hallen die besten Waffen und die meisten Ausrüstungsgegenstände. Ich glaube, das ist einfach ein Trugschluss, dem ich hier jedes Mal schon erlegen bin hier. Oh nee. Au! Mist, du. Ich verliere Blut. Na prima. Tolle Scheiße. Moment. Bandage. Super. Wo habe ich denn den jetzt übersehen, sag mal? Fällt mir gerade so auf, habe ich Painkiller dabei? Ja, habe ich noch zwei. Puh, so weit ausgerüstet bin ich ganz gut. Hat der was dabei gehabt? Nee, Mann, hätte mir was, wenigstens was bringen können, wenn du mich hier schon anfällst. Da hoch wollte ich. Den habe ich irgendwie übersehen. Habe ich irgendwie übersehen. Heißen die Hopper? Oder heißen die Monkeys? Irgendwie sowas war es doch, hm? Wie auch immer. Okay, das ist der Weg meiner Wahl. Oder ist er das überhaupt? Da ist die Halle. Das ist der Weg meiner Wahl, ja. Genau. Durch diese kleine Lichtung hindurch. Ja, das sehe ich dann. Warum sehe ich denn da die Mauer? War mir egal. Ich halte mich hier mal im Wald. Wobei, ich könnte hier aber auch schon rein ins Airfield. Will ich aber noch gar nicht. Ich will durch die Vordertüre. Ich habe hier gerade einen Hochsitz gesehen und den nehme ich mir noch mit. Und da taucht der Wächter auch schon wieder auf hier. Entschuldigung. Oh, jetzt. Oh Mann. Okay, ein Heatpack und nochmal so ein Slugs. Oh Mann, die brauche ich doch nicht.
Hat jemand von denen... Hey, die machen Synchron-Walking. Uing, 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 uing. Ist irgendwie hypnotisierend. Ach, scheiße. Okay, na gut. Nur ein olles Heatpack hier gefunden. Nee, hinab will ich. Climb ladder down. So steht's da und so mache ich das jetzt. Hinab, hinab, hinab. Okay, hinein in den Wald wieder. Also man merkt definitiv, dass man jetzt zum Airfield kommt. Hey, so viel, so eine hohe Zombie-Rate im Wald und um ein Gebiet rum. Jetzt sehe ich hier noch keine Gebäude. Keine Gebäude bedeutet ja auch, dass mich hier noch keiner snipern kann. Keiner wegsnipern kann. Wobei ich weiß jetzt gar nicht, ob dieser Zombie vielleicht auch nur wegen diesem Hochsitz da war. Okay, falls da oben offen ist. Es sieht so aus. Schleiche ich mich da jetzt ins Airfield rein. Schön frech von hinten in die gute Stube. Vorne wäre nämlich dann auch schon der Haupteingang. Das ist zumindest ein Wachturm. Hier rechts neben uns. Waren die Hangars? Also beziehungsweise ein Hangar ist da. Ah ne, das ist es. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Wollen wir gerade sehen. Hier vorne müsste eigentlich jetzt die Straße ankommen. Genau, da ist das Tor. Da ist auch die Einfahrt. Okay, hier ist der Empfang. Da will ich mich nochmal anmelden jetzt schnell, bevor ich hier... Herzlich willkommen, lieber Gast. Wir haben hier einen Rucksack für Sie. Jetzt hoffe ich, ich mache das in der richtigen Reihenfolge. Jetzt habe ich meinen Rucksack abgelegt. Ich nehme jetzt den anderen auf. Korrekt. Warum wird er mir nicht angezeigt hier?
Zeig mir bitte den Rucksack an. Macht er nicht. Scheiße. So ein schöner Rucksack hier. Ich kann den nicht aufnehmen. Servus. Bleib bitte draußen, ja? Ich muss hier nur was erledigen. Aber hier ist doch was. Er macht hier, er versucht irgendwas zu machen, aber er macht nicht das Richtige, was er machen soll. Kann ich denn wenigstens meinen alten Rucksack wieder aufnehmen? Das wäre jetzt ja schon mal was. Oh! Open Czech Backpack. Take Czech Backpack. So, jetzt habe ich es ja. Ach. Ah, Teil 1 meiner Aufgabe ist erledigt. So, jetzt muss ich nur noch das andere Zeug hier aus der anderen, weil der ist jetzt ja leer. Äh, 16 von 16, ja, genau. So, und jetzt mache ich Open Patrol Backpack, ja, genau. Und das packe ich jetzt hier alles schön hier rüber. Das hier und das hier. Zap. Und das hier. Das hier. Und das hier. Hat doch geklappt. Prima hat das geklappt. Was ist denn das hier eigentlich? Sag mal, das sind die Painkiller. Die Pain. Morphine. Ja, tun wir die Painkiller. Kriege ich denn was direkt aus meinem... Wenn ich jetzt hier was ablege, ist es weg wahrscheinlich, gell? Wenn ich jetzt die Painkiller... Die Painkiller, naja, dann troppe ich die mal kurz. Geh dann in mein... Backpack. Oh Mann, da schleichen sie hier um mein Dings hier außen rum. Ah, hab ich jetzt das Backpack verloren oder wie? Also mit diesem Inventar-Dingenskirchen hier, da werde ich, bin ich noch nicht ganz firm. Jetzt habe ich das Backpack gefunden. Jetzt packe ich das hier. Die Painkillers, okay. Okay, gut. Mann, jetzt schlemmenzeln die immer noch hier vorm Haus rum. Habe ich genug. Okay, in der nächsten Aufnahme versuchen wir gleich mal unser Glück da vorne in der großen Halle.